Bam, Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Tja, in der letzten Folge haben wir versagt. Beziehungsweise ich habe versagt. Ich habe die Challenge nicht bestanden, denn mein Team wurde auseinandergenommen. Demzufolge hier, Friedhof Box. Susa, Fluffel, Lukas und Darkface. Alle sind bei der letzten Aktion leider von uns gegangen. Aber ich beende die Challenge hier nicht. Und zwar werde ich jetzt zu meinem alten Schema zurückkehren. Also zumindest fast. Und zwar ändere ich jetzt kurz etwas. Schwupp. Und zwar werde ich jetzt einfach aufzählen, wie viele Versuche ich brauche, um diese Challenge abzuschließen. Dann hat man am Schluss quasi so einen Vergleichswert, falls man die Challenge irgendwann mal wieder machen will. Und ja, ich möchte die Challenge eben nicht beenden, weil ich sie eigentlich ganz cool finde. Deshalb mache ich jetzt die Challenge weiter, einfach, dass ich anzeige, wie viel mal ich bereits versagt habe. Tja. Das heißt, wir brauchen neue Pokémon. Und ich habe mir deshalb zwei neue Pokémon gefangen, weil das in den Kommentaren sich gewünscht wurde, dass ich die Pokémon fange. Und zwar wäre das einerseits ein Emolga. Hier. Das ich nach Blondie genannt habe. Benannt habe. Denn sie hat sich gewünscht, ein Emolga zu sein, weil es ja, es ist schön blond, ne? Zumindest ein bisschen. Ja, und das habe ich gefangen. Das zweite, was ich gefangen habe, war ein Tampignon. Das wurde sich ebenfalls gewünscht vom lieben FAM-LP. Deshalb ist das jetzt der kleine FAM. Ach ja, Blondie ist übrigens männlich. Aber ist mir egal. Gut. Des Weiteren habe ich jetzt im Team ein Azumarill, denn wir hatten noch ein Azurill auf der Bank. Und das habe ich dann trainiert. War ein bisschen mühsam, da sich das Azurill durch Zuneigung entwickelt. War ein bisschen mühsam, aber habe ich trotzdem geschafft. Und dann habe ich noch das Nasknet namens Rudolf im Team. Das habe ich auch mal gefangen. Ja, ich denke, das Team ist gut aufeinander abgestimmt. Also, ich habe jetzt gerade nichts gesehen, was mir ordentlich Schwierigkeiten bereiten würde. Auch gegen das, dieses Flapterix. Sollten wir eigentlich gut gewappnet sein, mit Blondie zum Beispiel. Von daher wird das schon. So, Blondie trägt übrigens kein Item, weil sie Akrobatik kann. Die anderen tragen alle irgendwelche Verstärke-Items und Blueberry trägt die Überreste. Staudler habe ich noch im Team, weil der fliegen kann. Aber der gehört jetzt nicht aktiv zum Team dazu. So, denn ich möchte mir noch eine Attacke holen, die ich mir im Internet recherchiert habe. Und zwar müssen wir dafür nach Aventura City, wo war das? Das war ja unsere Heimatstadt, ne? Ja, klar. Und zwar müssen wir dort irgendwohin surfen, habe ich gelesen. Ich weiß nicht wo, deshalb gucke ich jetzt mal. Und dort soll es eine schicke Attacke geben, die ich natürlich unserem FAM dann beibringen möchte. Wie es scheint, muss ich hier surfen. Captain Obvious. So, Blueberry, dann surf mal. Und da ist es auch schon. Dab, 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 dab. Der Energieball. Oh yeah, den werden wir doch gleich mal beibringen. So, wo haben wir ihn? Da. Energieball, Stärke 80 nur? Ich dachte, der wär 90. Habe ich doch... Okay. Da muss ich mir das aber nochmal überlegen. Also ich wollte es jetzt eigentlich FAM beibringen, aber... FAMs... Gigasauger hat Stärke 75, kann auch 10 mal eingesetzt werden und der kriegt dafür KP dazu. Ich weiß nicht, finde ich jetzt eigentlich Gigasauger besser, aber ich hab eigentlich gelesen, dass es Stärke 90 ist. Na gut, ich vergesse aber mal Verwurzelt, den werde ich eh nicht brauchen. Verwurzelt ist meiner Meinung nach keine gute Attacke, weil ich es dann nicht mehr austauschen kann. So.
Gut, dann geht's jetzt sofort weiter. Und ich achte diesmal ein bisschen mehr auf die Zeit. Und falls ihr es noch nicht in die Kommentare geschrieben habt, ob ihr lieber wieder 20 Minuten folgen oder doch immer noch 30 Minuten folgen wollt, dann tut das bitte jetzt. Danke. So. Ich denke, ich werde euch den Weg zur Höhle dann mal wieder rausschneiden. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Elektrolithöhle. So. Da wären wir. Am Ort des Versagens. Wir haben Blondie vorne. Was ich übrigens ganz cool am Blondie finde, ist, dass sie so schnell ist und vor allem fliegen kann. Finde ich gut. Ja, wir haben jetzt ein Flapterix vor uns. Das könnten wir einerseits mit Blondie erledigen. Oder aber auch mit Blueberry, fällt mir gerade ein. Denn Blueberry kann ja auch Wasserattacken und auch diesen sehr effektiv. Es könnte sein, dass Flapterix was hat, dass Blondie schaden kann, weil es ja eben auch noch ein Gesteinstyp ist. Vielleicht kann es ja auch noch Gesteinsattacken. Das wäre sehr effektiv auf Blondie. Deshalb tendiere ich wahrscheinlich eher zu Blueberry. Denn Blueberry ist auch viel tankiger als Blondie, also hält viel mehr aus. Deshalb werde ich vermutlich hier mit Blueberry rangehen. Und ja, mal gucken, was daraus wird. Beleber habe ich übrigens wieder gekauft, also sind wir wieder aufgestockt. Hi. Die Taktik, die ich mir nach eingehender Recherche am PC zurechtgelegt habe, ist immer noch vollkommen wasserdicht. Nur schade, dass wir jetzt tatsächlich ein Wasser-Pokémon dabei haben. Dann zeig doch mal deine Strategie. Lieber Astrainer Luitpold. Okay. Dein Flapterix wird zugrunde gehen. Los, Blueberry. Ich vertraue auf dich. Surfer. Ach ja, ich habe die Attacke noch gar nicht gezeigt. Es geht wieder gut los. Ein Volltreffer Akrobatik. Das ist über 200 Stärke. Vielen Dank, liebes Flapterix. Vielen Dank. Rudolf, du musst daran. Oh Gott. Rudolf, ja, eigentlich kann, Rudolf kann ja auch das machen, aber ich habe jetzt halt Blueberry reingeschickt. Weil wegen Baum. Na gut, aber ein Volltreffer überlebt es dann doch nicht. Mal gucken, was er gegen Rudolf in der Hand hat. Rapidschuss, okay. Gut, gegen Rudolf kann er wohl nichts machen. Also die Attacken von Rudolf, Juwelenkraft hat er gelernt, Steinhakel, Funkensprung und Dampfwalze habe ich ihm beigebracht. Ja, von daher würde ich mal sagen, Juwelenkraft. Stirb! Stirb, Flapterix! Kaboom! Ja, das macht ordentlich Schaden. Aber wenn Rudolf eigentlich nicht so stark ist im Angreifen, ist er eher ein... Also er ist ein sehr defensives Pokémon in beiden Werten. Das passt, denke ich mal, ganz gut. Denn wir sehen, er macht trotzdem genug Schaden. Ja, und jetzt kommt ein Elektek. Ein Elektek. Ja, da müssen wir FAM einsetzen. Ich weiß nicht, was Elektek für Attacken drauf hat. Es könnte natürlich die Schläge erlernen, aber ich denke jetzt mal nicht, dass ein einfacher Trainer... Wobei, es ist ein Ass-Trainer. Ich denke trotzdem nicht, dass er irgendwas hat, was mir allzu viel Schaden machen sollte. Schneller wird er sein, deshalb Gigasauger. Lichtschild, okay. Das finde ich nicht so cool, um ehrlich zu sein. Ja, dann saug ihn mal aus da. Ja, das macht jetzt kaum Schaden mehr. Dann Energieball. Donnerwelle, okay. Ich fände es cool, wenn du mich mal physisch angreifen würdest. Wie ein Donnerschlag oder so wäre ganz reizend, weil dann würde meine Fähigkeit Sporenwert wirken. Oder ich senke einfach deine Spezialverteidigung. Das geht natürlich auch. Weiterhin Energieball, los! Donnerschlag, sage ich doch. Und. Jawohl, Sporenwert selber paralysiert, du Noob. Sehr gut. Da, so gefällt mir das doch. So kann ich arbeiten. Und nochmal der Donnerschlag, kein Ding. Für unsere guten FAM, wenn kein Volltreffer kommt. Okay, jetzt sind wir paralysiert. Nicht ganz so geil. Aber wir können uns ja heilen. Supertränke habe ich tatsächlich nicht mehr so viel, weil ich da im Training auch ein paar brauchte. Und unser Geld ist
fast verschwunden. Wir haben echt kaum Kohle mehr. Das ist richtig blöd. Kampf, bitte. Gigasauger. Müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen Geld auftreiben können. So, Gigasauger reicht perfekt und voll heilen, bitte. Wunderbar. Tschüss, Electric. Das dürfte ordentlich Erfahrung geben. Oh ja. So ist das geil. Das darf doch nicht wahr sein. Es ist aber gerade passiert, mein Lieber. Wir haben es geschafft. Das alles für ein Item. Was befindet sich wohl in diesem Item drin? Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt schätzen, es ist vielleicht ein Donnerstein. Das wäre ziemlich lame. Oder vielleicht eine Elektro-TM. Was gäbe es denn da? Donnerblitz? Waldwechsel habe ich ja schon. Es ist ein Donnerstein. Gut. Gut, dass wir unsere Challenge für einen Donnerstein riskiert haben. Und Alcom-Fuel. Ja gut. Dann gehen wir mal da nach unten. Oh Gott. So, und fordern diesen Wanderer raus. Den haben wir noch nicht. Naja. Weidmanns Heil. Oder sollte ich besser Höhlenmanns Heil sagen? So, jetzt holen wir uns beide unsere Pokémon raus und kämpfen. Ich habe ja ein paar Sprachfehler, aber ist mir vollkommen wurscht. Ich will jetzt diesen Wanderer auseinandernehmen. Der Jürgen. Ein Onyx. Onyx. Ja, da müssen wir Blueberry. Ah, haben wir sogar vorne, stimmt. Ich dachte, wir hätten Blondie vorne. Aber dann passt ja. Dann würde ich mal sagen, Onyx ist schneller, okay. Aber wir haben gute Verteidigung. Massig KP. Tschüss, Onyx. Blueberry hat übrigens eine sehr gute Fähigkeit namens Kraftkoloss. Ja, die Fähigkeit heißt genau gleich wie die Attacke, die es später auch selber lernen wird. Und zwar erhöht das den Angriff. Einfach, es erhöht den Angriff. Das ist ziemlich gut. Wenn da nicht noch der dumme Fakt wäre, dass das Wesen von Blueberry, ja, ein negatives Angriffswesen ist. Dann ist der Angriff wieder geschwächt. Das ist, ja, nicht gerade ideal für einen Azubarel, aber ist so halt. Ja, deine Robustheit wirkt natürlich. Juwelenkraft wirst du mich nicht töten können, weil du ja eh keinen Spezialangriff hast, du dummes Sedimentur. Dam dam. Badam bam. Und mach mal Surfer. Azumarill hätte übrigens schon Nassschweif gelernt, was sehr gut gewesen wäre, wenn da nicht ja, die doofe Zuneigung gewesen wäre, die Azuril gebraucht hätte. Denn das Azuril hat sich viel zu spät entwickelt, wegen dieser blöden Zuneigung. Deshalb konnte ich den Nassschweif nicht mehr lernen. Schade, schade, Schokolade. Naja. So. Denn Azumarill entwickelt sich sehr früh auf Level 18. Das ist krank. Hallöchen, ich hab gar nicht gesehen, dass da einer ist. Na gut, das ist der erste Kampf, den meine Lieblinge zu dritt austragen. Ist schon wieder ein Dreierkampf, bitte. Ist schon wieder ein Dreier... Oh, sein Reihumkampf. Alles klar, das ist, ja, will ich sagen, ist viel... Oh Gott! Ich will nicht sagen, es ist viel einfacher, aber ich glaube, es ist ein bisschen chilliger. Truhe wirkt, das Problem ist, Rockaimann, wenn das eine Bodenattacke einsetzt, dann wird mein Rudolf hart getroffen. Denn ich würde gerne zu Rudolf wechseln, weil da ein Bisbark vorne dran steht. Das mache ich, glaube ich, auch. Und ich greife einfach mal mit Dampfwalze an, um ein bisschen die Initiative zu senken. Und er dreht nicht sehr gut. Oh, er macht Kraftschub. Okay. Kraftschub. Oh, das war ein Volltreffer. Gott. Ja, dann macht die Juwelenkraft. Bodycheck. Komm schon. Rudolf, sehr gut. Du hältst jetzt zum Glück gut aus durch deinen Steintyp. Bodycheck von einem Bisbark, das möchte ich nicht gerne abkriegen. So, hoffentlich wechselt er nicht. Er wechselt. Natürlich. Angeberei. Ah.
Nicht gut. Autsch. Okay, da müssen wir natürlich auf Blueberry wechseln. Ja, ich möchte hier so drehen, bitte. Oder? Farm ist paralysiert. Oh mein Gott, das wird ja immer schrecklicher. Aber ich denke, Farm wäre trotzdem die bessere Wahl. Danach, den Gigasauger. Er wechselt natürlich auf Kostadur. Mann, das ist so ein richtiger Scheißkampf ist das. Okay, jetzt erhöht er seine Verteidigung. Ja, das wird null Schaden machen. So, immerhin haben wir die Eisenstacheln nicht abgekriegt. Ja, Problem, wir können Giftschock nicht einsetzen, weil es noch vom Typ Stahl ist. Kassator ist echt so ein bisschen ein Problemkind. Aber ich wechsle jetzt. Ja, komm, ich wechsle auf Rudolf. Ich versuch's. Und mit der Dampfwalze vielleicht, ja. Es ist alle. Den Kassator haben wir irgendwie nicht so wirklich was in der Hand. Was machst du? Itemspiel. Okay, aber nur für Rudolf. Das ist okay, wir haben drei Pokémon, mit denen wir Items einsetzen können. Rudolf ist ja immer noch verwirrt. Okay, dann wieder auf Farm zurück und ja, nochmal den Gigasauger. Ich krieg die Krise! Was ist das für ein Scheißdreck? Oh Mann. Weißt du was? Ich werde jetzt einfach auf Farm bleiben. Vielleicht wechselt er wieder auf Rockheimann zurück. Gigasauger, los! Jawoll! Und jetzt vergräbt es natürlich im Boden, ist ja klar. Aber jetzt kann er nicht wechseln. Farm, hältst du das aus? Ich vertraue drauf. Und bitte sei nachher nicht paralysiert. Sehr gut. Und macht viel Schaden. Jawohl, One Hit KO. Ich habe die Pokémon mit ordentlich Federn aufgepumpt. Also diese Dings, Genie-Federn und solche Sachen. Also ordentlich mit EVs reingezimmert. Ja, und die hauen schon jetzt ordentlich rein. So, jetzt kommt das Kassadur. Das ist ein bisschen das Problem. Aber das muss ich wahrscheinlich auch mit Farm machen. Ja, aber mit was? Nee, das kann ich definitiv nicht mit Farm machen. Aber ich würde gerne Rudolf mal heilen. So. Eine Sperre. Ach so, Rudolf darf keine Items bekommen. Ach so. Oh, ja, was machen wir jetzt? Ja, er macht Finte. Ja, er macht Eisenabwehr. Es ist aber ein bisschen blöd, dass ich auf Rudolf keine Items einsetzen kann. Ich brauche Rudolf noch. Eisenschachtel, ja gut, dann werde ich eben einen Supertrank auf. Ne, kein Super. Doch, ein Supertrank. Auf Blueberry. Einsetzen, damit wenigstens einer fit ist. So, zumindest so halb. Jetzt kommt das Bissbug mit Bodycheck. Aua. Aua. Farm. Okay. Oh Gott, was machen wir? Rudolf ist also Gefecht gesetzt. Das ist so behindert. Diese scheiß Itemsperre. Okay. Also ich muss. Ach, wenn ich wechsle, kann ich nicht. Oh, das ist doch Kacke hier. Okay, da muss ich erstmal das Bissbug down kriegen. Mit Akrobatik. Akrobatik, starke Attacke, weil wir kein Item tragen. Es reicht nicht. Brüller. Jetzt wird aber nicht. Wieso passiert das immer? Die ganze Zeit passiert so ein Scheiß. Ja gut. Dürfen wir nicht einsetzen, deshalb wechseln. Und du greifst bitte mit Surfer an. Ja, jetzt wechseln wir natürlich auch aus.
So, okay. Jetzt möchte ich endlich mal wiederbeleben. Hier. Heilmittel. Beleber. Farm. Weil diese Dreiecke, die sind so nervig. Ohne Scheiß. Knirscher. Autsch. Kriegt zumindest kein Stab. Überreste heilt mich wieder ein bisschen. Bodycheck könnte reichen. Aber wir sind schneller. Oh, sehr gut. Gott sei Dank. Okay, Level up für... Ah, für Stauler. Pff, toll. Ich staule die ganze Erfahrung ab. Oh Gott, Levelception. So, sehr gut. Farm erreicht auch ein Level, sehr gut. Toxin. Oh ja, das möchte ich gerne haben. Für... Ja, komm, für den Energieball. Kann ich ja sowieso immer wieder beibringen. So. Dann, was mache ich gegen dich, liebes Castador? Ich könnte mal einen Sprungfeder machen. Es ist wenigstens neutral. Spiegelsalbe, okay, das wäre eh nicht sehr effektiv gewesen. Kaboom! Oh, das macht keinen Schaden. Ja gut, was machen wir? Machen wir halt den Surfer von mir aus. Ja. Zieht sich, aber ist machbar. Komm. Sehr gut. So, darf ich jetzt bitte please go away. Oh. Der Rudolf entwickelt sich, das wusste ich gar nicht. Stimmt. Ja, geil. Oh yeah, wir haben einen Vollbart. Glückwunsch, dein Rudolf wurde zu einem Voluminas. Alles klar. Zum Glück sieht man von hinten seinen Bart nicht. Ein kleiner Trost. So, wir könnten Blondie nach vorne setzen. Dann geht's weiter. Ja, zurück geht's jetzt, ne? Weil hier haben wir alles abgegrast. Exakt. Ja, dann können wir jetzt endlich hier nach oben. Mal gucken, ob wir halt da rauskommen. Ne, wir kommen noch nicht raus. Okay, da haben wir noch weitere Astrainer. Ach komm. Ach, wieso immer Astrainer? Die Höhle ist echt in sich. Ich guck erstmal hier lang. Hat's hier was? Vielleicht ein Item? Ein wildes Pokémon hat's auf jeden Fall. Oh! Ein Zapladin! Das sollte Bell doch studieren. Könnten wir uns eigentlich fangen? Es sieht sehr nach etwas ganz Bestimmten aus. Aber es ist ein Aal. Ich kann ich euch versichern. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Nintendo! Warum machst du sowas? Gut, es ist Elektro. Da haben wir nicht wirklich was dagegen. Ich setze einfach mal einen Funkensprung rein. Vielleicht kann ich das ja paralysieren. Maybe. Ja. Sehr wunderbar. Sehr gut gemacht, Blondie. Baba, es paralysiert mich auch. Na gut. Dann mach halt, wenn es dich glücklich macht. Blondie ist trotzdem schneller, weil du auch paralysiert bist. Badam. Bam. Bam. So, dann würde ich sagen, Pokéball los. Oh, ein Spitznamen brauchen wir für ihn hier. Ich weiß nicht, was ich ihm für einen Spitznamen geben soll. Aber gut, wir lesen erstmal den Pokédex-Eintrag. Stromfisch. Alleine erzeugen sie nur geringe Mengen an Elektrizität, aber im Schwarm können sie mächtige Stromsalven abfeuern. Alles klar. Ja. Ich könnte jetzt
einfach ganz provokant danach nach dem nennen, was ich vorhin gemeint habe, aber nee, oder doch? Ich weiß keinen anderen Namen, mir fällt jetzt gar keiner ein, so, also komm. Klappe, ich nenne dich jetzt Sperm. Fertig. Das darf ich nicht. Nintendo! Bist selber schuld, wenn du so ein Pokémon kreierst. Ach Mann, jetzt kann ich das nicht nach Sperm benennen. Mensch. Komm, ich mach noch ein Männlichkeitszeichen hinten dran. Weil es weiblich ist. Alter. Ja gut, was haben wir hier? Okay, hier scheint's richtig hart weiterzugehen. Oh, ach so, jetzt sind wir hier. Alles klar. Ist wieder zurückgelaufen. Das wollen wir aber nicht. So, Blondie, flüchte mal. Flüchten kannst du gut. Wie in echt, ne? Kannst du auch in echt richtig hart flüchten? So. Flucht. Danke. So, also die wilden Pokémon sind ein bisschen... Oh, die sind echt richtig nervig hier. Kommen überhaupt nicht voran. Steig mal aufs Fahrrad auf. Naja, da kommen wir tatsächlich viel weiter. Soll ich erst nach rechts gehen? Ich weiß. Oh, da geht's raus. Okay, ne, dann gehen wir erst nach unten. Ich hätte es gedacht, auf dem Fahrrad springen nicht mehr Pokémon an, aber scheinbar nicht. Hier haben wir einen Wanderer. Okay, wen haben wir vorne? Blondie, glaube ich, ne? Nicht so ideal. Lieber Blueberry. So. So, oh, da ist ein Item. Sehr schön. Wir streifen nun schon sehr lange durch diese Höhle und kennen die Tücken des Lebens und des Pokémon-Kampfes gut. Erlaube mir mein Wissen an dich weiterzugeben, mein Kind. Okay, das finde ich sehr freundlich von dir. Der Jan, ein Stoludier. Okay, ja, da haben wir ja zum Glück die Dampfwalze dagegen. Ah ne, das sind ja Dampfwalze, hä, wir sind doch eine Blueberry. Ich war gerade in Gedanken bei Rudolf. Ein alter Surfer, der wird auch sein Übriges tun. Sehr gut. Okay, was hast du sonst noch so? Ein Nasknet. Ja, da können wir eigentlich drin bleiben. Ach, wenn Nasknet Funkensprung kann. Das dürfen wir eigentlich überleben. Ich spreche da aus Erfahrung. Der Funkensprung von meinem Nasknet hat auch nie so viel Schaden gemacht. Aber es setzt eh wegen Kraft ein. Ja, locker flockig. Funkensprung hätte nicht viel mehr Schaden gemacht. Badababam. So, dann nochmal den Surfer. Der geht uns langsam aus. Aber kein Problem. Wir sind ja eh gleich aus der Höhle raus. Und dann sollte eigentlich direkt die nächste Stadt kommen. Wenn ich mich recht erinnere. Schwarz 1. Am Ende warst du es, der mich belehrt hat. Ha, du bist eben ein... Was irgendein Lehrer bin ich. Bla bla bla. Okay. Carbon. Ja, das könnten wir eigentlich wieder Blondie reindrücken. Aber ich behalte es jetzt einfach mal. So. Du, da oben willst auch noch kämpfen. Wir haben eine Arena-Bäre bekommen, das weiß ich. Irgendwann beim Training. Hat, glaube ich, sogar Blondie selber gehalten, als ich es gefangen habe. Dann wollen wir doch die mal auswählen. Hier, Arena-Bäre. Ja, wir haben sogar noch mehrere. Also, kein Ding. So, lieber Astrader, dich nehme ich noch mit. Ich sag's dir, meine Pokémon sind einsame Spitze. Hier, sieh nur. Oh ja. Das sind aber ganz schöne Pokémon, die du dabei hast. Komm doch mit zu mir, ich zeig dir ein paar richtige Pokémon. Okay, ein Galapafloss. Bisschen Schwierigkeit, den Namen auszusprechen. Sollte auch nicht allzu sehr Probleme bereiten. Denn wir haben Elektro-Tanken. Das ist, Wassergestein. Nette Kombi, aber hat natürlich auch wieder eine Vierfachschwäche gegen Pflanze. Das Katapult hat viel Schaden gemacht. Blondie ist abgestürzt, okay. Ach so, hat es den Flugzeug verloren jetzt, oder wie? Keine Ahnung. Mal den Voltwechsel. Er dürfte reichen, falls nicht, dann können wir ihn auswechseln. Lässt sterben, werden wir nicht. Jawohl, sehr gut. Blondie, komm zurück. So, setzen wir mal den Farm ein. Dürfen jetzt eh wieder wechseln, wenn wir wollen.
ein Backwar. Blueberry, mach du das mal bitte. Hätte natürlich auch Rudolf reinschicken können. Wäre vielleicht sogar besser gewesen. Aber mal gucken. Surfer. Ja. Wie viel Schaden macht Surfer? Oh, One Hit. Nice. Ein Volltreffer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das sieht doch schon viel besser aus mit den Kämpfen hier. Ach, Menno. Ja, wie gesagt, komm zu mir. Ich beende jetzt nämlich gleich die Aufnahme. Dann kannst du bei mir vorbeigucken. Und ja, wir können so ein bisschen... ja, unsere Pokémon tauschen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, Watzapf, du bist gerade im Weg. So, ich stelle mich jetzt noch ganz provokant vor den Ausgang. Ja, und würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und tschö!